19. Mai 1963. Der Herr Jesus legt die Scheindemut endlich ab, die euch von der Begegnung mit mir zurückhält. Weißt du, warum ich das sage? Unter dem Vorwand, nicht würdig zu sein, haltet ihr euch zurück. Leider muss ich sagen, dass wegen eurer Sünden ihr nach meiner Liebe hungert. Macht euch meine Liebe würdig durch eure Bußgesinnung. Dir sage ich, leide für sie. Sei das Leiden vor dir noch so dunkel. Bringe dieses Opfer. Kommt nur zu mir. Die Leiden sind für euch nur so lange dunkel, solange ihr nahe zur Erde seid. Meine Tochter, du verstehst mich schon, nicht wahr? Als ihr geboren wurdet, habe ich auf das Pergament eures Lebens auch das Leiden geschrieben. Jetzt erläutere ich dessen Wert. Je näher ihr zu mir kommt, umso mehr erhält mein Glanz den Wert eures Leidens. Und wenn ihr bei mir ankommt, dann werdet ihr vor dem Thron der heiligsten Dreifaltigkeit dessen nie verschwindenden Wert und seine Schönheit betrachten können. Ich werde sie sofort dort entwickeln und mit meinen Verdiensten vereint, wird sich für euch ein wundervolles Verdienst daraus ergeben, wodurch eure Seelen in wonnevollen Rausch getaucht werden. Erinnere dich nur an die Abziehbilder, mit denen du in deinen Kinderjahren so gerne gespielt hast. Du musstest sie nur anfeuchten, ein bisschen reiben, und schon kam in schönen Farben eine prächtige Landschaft, ein Prinz, eine Prinzessin oder sonst etwas hervor. Ich sehe, du schaust mich verwundert an. Warum ich von solchen naiven Kinderspielen spreche? Meine Tochter, meine Lehre ist einfach und kindlich. Den Kinderseelen, die nichts abwägen, gehört der Himmel. Denen, die staunend auf mich hören und mir Glauben schenken. Siehe, ich spreche nicht in der Sprache der Wissenschaft zu euch. Diese hat noch niemanden geheiligt. Nehmt meine einfache Lehre, die ich in eure Kinderseele eingepflanzt habe, an. Siehst du, denen gehört mein Reich. Für die Ungläubigen opfere die von mir angebotenen Leiden, die ich auf deinem Pergament vermerkt habe. Sei nicht bequem. Schreibe jetzt weiter. Und wenn deine vielen niedergeschriebenen Worte, deine Leiden, die du in meinem Erlösungswerk zu ertragen hattest, zu mir gelangen, wird mein belebender Sonnenstrahl auf dich scheinen, ähnlich wie die aufgehende Sonne am Morgen, das noch schlummernde Dunkel Tal erhält. Und die Frühaufstehenden sich in dessen prächtige Schönheit versenken können. Jetzt genügt so viel. Zehre von meiner Lehre, bis ich wieder zu dir spreche, und sende betend meine Worte zurück. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.